Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Vor einem Jahr waren der Hallesche FC in Weiß und der VfL Osnabrück in Blau nach 5 Spieltagen noch sieglos. Jetzt traf man sich zum Spitzenspiel an der Saale. Der Tabellenführer war zu Gast beim 5. Es wird hervorragende Arbeit geleistet bei Thorsten Ziegner und bei Daniel Thun. Das Topspiel in der ersten Halbzeit allerdings eine ziemlich zähe Angelegenheit. Erst kurz vor der Pause wurde es mal in einen der beiden Strafräume gefährlich. Manu, Halles Dribbelkünstler auf links außen. Vorbei an Susac, aber nicht vorbei an Körber, der stark parierte. Osnabrücks Nummer 1 verletzte sich dann allerdings an der Hüfte, musste zur Halbzeitpause ausgewechselt werden. Daniel Thun musste reagieren. Er brachte Philipp Kühn in die Partie, sein erster Drittliga-Einsatz in dieser Saison. Und sein Auftrag natürlich die Null halten gegen die aktuell so offensiv starken Hallenser. Aufpassen galt vor allem bei runden Bällen, denn da haben die Hallenser einen Sebastian May zum ersten Mal in dieser Saison der Startformation nach 2 Joker-Toren zuletzt. Hier nicht Saisontreffer Nummer 3, erste Prüfung bestanden für Philipp Kühn. Vom VfL Osnabrück 55 Minuten lang gar nichts in der Offensive, dann holte Alvarez diesen Freistoß raus gegen Washausen. Der trat ihm da richtig unangenehm auf den Fuß, der Knöchel, er schmerzte fürchterlich, aber für diesen Freistoß reichte es noch. Marcos Alvarez, der Osnabrücker Freistoßgott, schon der dritte direkt verwandelte Freistoß von Marcos Alvarez. Was für eine Sensationsquote. Osnabrücks erster Torschuss saß, aber mehr war dann auch nicht drin für Alvarez. Es tat zu sehr weh, aber er hatte ja sein Soll erfüllt. Halle war die aktivere Mannschaft, lag aber plötzlich mit 0:1 zurück. 66. Minute, der Versuch einer relativ schnellen Antwort. Engel klärt nicht gut, direkt auf Braden Manu und der fand die Lücke. Der Ausgleich für den HFC durch Halles besten Akteur. Am Samstagnachmittag, Braden Manu belohnte sich mit seinem zweiten Saisontreffer genau im richtigen Moment abgezogen. Überhaupt gar keine Abwehrmöglichkeit für Kühn, aber natürlich auch perfekt serviert von Koka Engel. Dieses Ding geht irgendwie auf die Kappe von Osnabrücks Linksverteidiger. Ja, Halle mit Köpfchen und viel Gefühl zurück im Spiel und Halle fortan tonangebend und auch druckvoll. Der eingewechselte Fiedler auf den eingewechselten Jopek, der Schlenzerklasse. Aber es fehlten ein paar Zentimeter. Fast ein Traumtor zum 2:1. Der HFC nach 3 Siegen in Folge mit ganz breiter Brust plötzlich unterwegs. Der Tabellenführer nur noch in der eigenen Hälfte beschäftigt. Und wieder Jopek, wieder der Schlenzer, aber Kühn mit Sensationsparade. Eine Viertelstunde vor dem Ende konnte sich der VfL bei der etatmäßigen Nummer 2 bedanken, dass Halle die Partie nicht längst gedreht hatte. 90. Minute, immer wieder Powerplay vom HFC. Fiedler zieht ab, Kühn mit Problemen und Sebastian May mittlerweile zum Mittelstürmer umfunktioniert mit der Mega-Chance zum späten Siegtreffer. Der Dreier wäre für Halle auch verdient gewesen, aber wer dann selbst solche Hochkaräter nicht nutzt, der muss sich nicht wundern, wenn es am Ende nur ein Punkt wird. Und mit diesem Remis kann der VfL Osnabrück viel besser leben als der Gastgeber. Wir hatten das Spiel eigentlich immer im Griff. Kriegen dann so ein scheiß Standardtor, macht da halt richtig gut, ne? Aber wir sind sofort wieder da, das zeigt unsere Mentalität und ja, bitter, dass ich den nicht über die Linie drücken konnte. Also ich denke, wir können froh sein, den Punkt hier mitgenommen zu haben und das weiß ja auch jeder, aber hier in Halle zu bestehen, in der Form in der Halle ist, haben wir das eigentlich sehr gut gemacht. Wir wissen, dass wir nicht viel vorne brauchen, gehen in Führung, vielleicht werden wir die Null ein bisschen länger hinten halten, ergeben sich dann ein paar Räume. Das war dann nicht der Fall, aber ich denke, die Jungs haben das dann brutal gut gemacht, sich in jeden Ball reingeworfen. Und das macht uns halt dieses Jahr als Team einfach aus, dass wir einfach jeder für den anderen kämpfen. Und dementsprechend nehmen wir hier einen glücklichen Punkt mit, aber wir nehmen ihn mit. Mit einem Torschuss zum Punktgewinn in Halle der VfL Osnabrück. Er bleibt ungeschlagen in Liga 3.
der HFC verpasst dagegen den Sprung nach ganz oben.